So, nachdem wir jetzt hier sozusagen das Cockpit alles abgearbeitet haben oder uns alles angeguckt haben, bis auf hier die eine Konsole, zu der ich nachher später nochmal komme, würde ich jetzt sagen, gehen wir mal ins Schiffsinnere. Da gehen wir hier die Luke runter, die klappt immer so schön runter. Und man könnte sagen, alles, was sich hier in diesem Raum befindet, das hat alles mit eurem Charakter-Loadout oder mit eurer derzeitigen Ausrüstung mehr oder weniger zu tun. Oder alles, was mit eurer Ausrüstung zu tun haben könnte, bearbeitet ihr hier. Das ist das Wichtigste direkt hier voraus, dieser, ich sag jetzt auch mal, dieser Kreis da hier, diese Station, wo man sich unterstellen kann, das ist das Arsenal. Und hier könnt ihr euer komplettes Setup, euer derzeitiges Loadout alles ändern. Also ihr könnt euren Frame einstellen, eure Waffen, euren Begleiter, Ausrüstung ausrüsten. Habe ich hier noch einen. Oha, ja, den nehmt mal raus. Und ihr könnt hier auch, wenn ihr mit dem Meisterschaftsrang höher kommt, könnt ihr auch verschiedene Setups oder Loadouts erstellen, sowas wie bei Call of Duty oder Battlefield halt eben Klassen oder sowas vorgefertigt, wo je höher euer Meisterschaftsrang ist, desto mehr Slots kriegt ihr dafür. Und ihr könnt von hier aus auch direkt natürlich dann die Farben ändern von Items, ihr könnt so Verzierungen anbringen, ihr könnt auch modden hierüber, oder primär könnt ihr nur hierüber modden. Also hier sieht man zum Beispiel mein derzeitiges. Stimmt ja, das ist mein derzeitiges Mod-Setup für Volt Prime. Man kann hier auch von hier aus direkt Mods verbessern. Generell das Arsenal ist dann ziemlich wichtig, immer wieder zu zugreifen, wenn man was ändern will. Weil auch da habe ich das Gefühl, dass einige Neulinge manchmal das nicht direkt finden. Auf jeden Fall ist das Arsenal ziemlich wichtig. Von hier aus direkt auch ziemlich wichtig, damit man das mal begreift, ist hier diese kleine Werkbank, das ist die Schmiede. Von hier aus könnt ihr alles Mögliche bauen, also alle Blaupausen, die ihr habt. Die meisten Sachen werden immer Blaupausen sein. Also es gibt wenig Dinge, die man morphen kriegt, die direkt fertig sind oder sowas. Und hier sieht man die ganzen Blaupausen, was man also bauen kann. Man kann es auch filtern oben, da was in Arbeit ist und was man bauen könnte. Und auch da Primärwaffen, Sekundärwaffen, blablabla. Kann man alles filtern. Man sieht auch immer, wie viele Ressourcen einem denn fehlen. Hier zum Beispiel Emberhelm, fehlen mir jetzt Polymerbündel und den Rest habe ich dann sowas alles. Man sieht auch mal Bauzeit und so. Ja, das ist eigentlich, die Schmiede ist eigentlich relativ selbsterklärend zum Bauen da primär. Nur, dass man es im Kopf behält, es gibt sehr selten gibt es fertige Dinge, weil ich habe auch schon Leute gesehen, die dann auch immer dachten, so, ja, ich habe mir jetzt die Karak gekauft am Markt, wieso habe ich sie nicht? Ja, weil man sich nur die Blaupause kauft und muss das immer bauen. Direkt gegenüber von der Schmiede, was eigentlich nicht so eine wichtige Konsole ist, weil darüber kann man auch über das Arsenal zugreifen, ist die Mod-Konsole. Das sieht so ein bisschen aus wie so, wie so eine Druckmaschine oder sowas. Hier sieht man all die Mods, die man besitzt. Kann man auch filtern und das alles. Das Mod-System erkläre ich gleich nochmal im separaten Video. Aber hier kann man auch nochmal auf die ganzen Mods zugreifen, kann sie auch verbessern, also fusionieren, man kann Transmutation machen, was da auch erklärt steht, kombiniere 4 Mods ohne Rang, um die Chance auf einen seltenen Mod zu haben. Also man kann beim Transmutation, kann man halt eben wirklich zufällige Mods, die man nicht mehr braucht, aussortieren. Wenn man 4 wählt, kriegt man einen zufälligen. Kostet aber Credits und man verschleudert seine Mods potenziell. Aber das erkläre ich nachher gleich mal alles. Für die Mod-Konsole braucht man, wie gesagt, eigentlich nicht so richtig zugreifen, weil, wenn man sich anguckt, ich kann am Arsenal zum Beispiel auf meine Waffe auch mit Dreieck auf meinen Mods zugreifen, wenn ich jetzt sage, hey, ich will da auch was upgraden, zerfetzen zum Beispiel, kann ich auch jetzt halt hier Viereck drücken und komme auch auf denselben Bildschirm drauf hin. Aber nur um weiß, was die Konsole macht. Und was es denn hier auch noch unten gibt, ist hier, wo ich jetzt derzeit noch nichts habe, weil ich das bewusst noch nicht gemacht habe, das wäre jetzt der Inkubator für den Kubro, für dieses eine Pet, was ich vorhin auch mal kurz gezeigt habe da im Markt. Was ein bisschen so ist wie so ein Wolfshund. Problem ist, der ist halt recht kostspielig und braucht auch länger, bis man ihn nutzen kann. Und eigentlich ist dieser kleine Wächter hier das Teil besser. Eigentlich. Das Tolle ist nämlich beim Kubro, dass man halt so ein kleines Hündchen da hat und das kann man streicheln und irgendwann wird das groß und dann. Es sieht halt cool aus, aber es ist halt verdammt viel Arbeit, weil das Tier kann halt permanent sterben und muss es halt ständig irgendwie nicht füttern, aber mit so einer Spritze am Leben halten. Und wenn man dann ein paar Tage nicht online ist und das nicht einfriert, dann stirbt das permanent und so. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Aber hier kommt später der Inkubator hin, wo man halt eben sich um den Kubro kümmert. Habe ich jetzt hier noch nichts. Aber ich habe es am PC gemacht, also ich weiß nicht, dass das funktioniert. Zeige ich jetzt nochmal zum Schluss, hier hinten links oben, die Konsole. Weil die Konsole wird für euch erst freigeschaltet, wenn ihr Meisterschaftsrang 3 oder höher seid. Und das hier ist die Konsole für Syndikate. Und Syndikate gibt es auch gar nicht mal so lange. Ich glaube, seit Update 15 Punkt irgendwas.
Oder ne, 14 Punkte. Ich weiß nicht mehr, aber sie sind auf jeden Fall, sind die Karten noch ziemlich neu, verhältnismäßig für Warframe. Und wenn man Meisterschaftsrang 3 wird, kann man bei diesen ganzen 6 Syndikaten, die man hier sieht, kann man sich einschreiben lassen, sozusagen, oder ja, beitreten, wie auch immer man es nennen will, und hat dann, schaltet ein Siegel frei. Und dieses Siegel kann man im Warframe anbringen. Und solange das am Warframe man das trägt, kriegt man Ansehenspunkte bei diesem Syndikat. Und es fällt wie in anderen Online-Spielen, ne? Oder wie auch sogar in Destiny, falls das jemand von Neulingen gespielt hat unter euch. Dass man halt dann Ansehenspunkte kriegt, wenn man genug Ansehenspunkte hat, kann man im Rang steigen. Gleichzeitig, wie man hier sieht, hat jedes Syndikat, zum Beispiel ich bin permanent, als erstes Syndikat habe ich Zephyl und Suda gewählt, kann man hier raufklicken und sieht dann rechts, alliiert ist es mit Arbiters of Hexes, ablehnt ist Red Veil und New Loka ist feindlich. Und wenn man jetzt für Zephyl und Suda zum Beispiel, so wie ich, kämpft oder das Siegel trägt, kriegt man gleichzeitig immer Minuspunkte bei Red Veil und New Loka. Und der Nachteil ist, wenn man beim anderen Syndikat feindlich wird, kann das in Mission zufällig Attentäter hinter einem her schicken. So ein bisschen wie der Stalker oder wie die Grustech 3 oder sowas. Nur nicht ganz so nervig oder ganz so stark. Aber dafür, wenn man dann dieses Risiko auf sich nimmt und bei einem Syndikat steigt, sieht man hier auch, kann man in Rängen steigen. Ich bin jetzt gerade Rang 2 interessiert. Und je höher man im Rang ist, desto mehr kann man in diesem Syndikat an bestimmten Items kaufen. Und jedes Syndikat hat andere Items. Und das sind halt alles Items, die man nicht irgendwie durch Gameplay freischalten kann. Also ich kann zum Beispiel hier die Augmentierung für Banshee Stille, wilde Stille, kann ich nicht irgendwo als Drop kriegen. Ich krieg das entweder hier aus dem Syndikat oder ich trade das Ding mit anderen Spielern. Dasselbe gilt hier ganz unten. Synod Gamma Core ist eine bessere Version vom Gamma Core, krieg ich nur durch das Syndikat. Oder wenn ich es trade. Ich kann den Synod Gamma Core nicht anders bauen. Deswegen würde ich es schon empfehlen, wenn man das machen kann, bei einem Syndikat anzufangen. Weil sonst ist es nur Verschwendung. Weil es dauert auch lange, das Ding auf Maximum zu bringen. Und irgendwas davon interessiert einen bestimmt. Da soll man auch ruhig danach gehen, was einen selbst so sich ruhig in Ruhe angucken, was sich das Syndikat anbietet, was einen davon am meisten interessiert, was einen weniger interessiert, wenn man danach das wählt, weil das ist nicht so, dass man in kurzer Zeit mal hochkommt. Genauso wie man das Falsche wählt, und jetzt nehmen wir einen Beispielfall mal an, ich würde jetzt einfach merken, oh, New Loka, die finde ich ja doch ganz toll, ich würde doch ganz gerne die Sancticastanas haben, die kriege ich nicht so schnell wieder aus dem Minusbereich raus. Also ich müsste dann erst für die mit dem Siegel kämpfen, müsste dann so eine Art Wiedergutmachungspreis zahlen, der recht hoch ist. Also man soll sich halt wirklich ruhig Zeit nehmen dafür, dass man sich das richtige Syndikat für einen selbst findet. Ja, ich glaube, das war alles hier in der Lisette. Ich kann mal kurz gucken, ob sonst noch... ich zeig uns mal die Menüs, weil das auch ganz hilfreich ist, wenn ihr Optionen drückt. Hier, man kann über die meisten Konsolen kann man auch hier über das Optionsmenü hier direkt zugreifen. Ich gehe trotzdem lieber gerne mal von Hand oder von Fuß aus hin, weil mich das halt so ein bisschen an Mass Effect erinnert. Und ich das ganz cool finde. Man kann zum Sternenkante direkt anklicken, dann ist man direkt eine Sternkarte oder hier Ausstattung. Hier kann man auch das Inventar sehen, wo man sieht, was man alles besitzt. Auch mit den ganzen Slots, wie viel man noch übrig hat. Man kann hier auch Mods-Fähigkeiten. Hier kann man die Lisette auch dekorieren. Also zum Beispiel da irgendwie so eine Wackelpuppe oder die Hülle anpassen. Ja, und hier findet man auch die Freundesliste. Ist jetzt gerade keine online bei mir. Sieht auch den Clan, kann man hier drauf zugreifen. Von diesem Clan-Bildschirm aus kann man auch aufs Clan-Dojo direkt zugreifen. Also anstatt über die Sternkarte das auszuwählen. Man findet hier seinen Posteingang. Das sind nur die Nachrichten von der Quest zur Zeit. Erst Kommunikation und Profil, für sieht man halt auch alles, was mit Profil zu tun hat. Also, wenn ich mein Profil gehe, sehe ich, wie viele Meisterschaftspunkte ich noch für Rang 7 jetzt hier brauche. Kann hier so eine Karte auch aufrufen und all so ein Kram. Und das ist eigentlich das. Ich würde sagen, jetzt mache ich dann mal ein Video zu Mods und das sollte eigentlich schon recht gute Hilfe sein.